Was geht ab YouTube? Heute eine Foodtour aus L.A., meine lieben Freunde. Wir sind hier bei einem Frühstücksladen, ein sehr, 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 sehr bekannter Frühstücksladen aus L.A. Ist auch schon cool, also ist wirklich geisteskrank. Schreibt mir in die Kommentare Foodspots, wo wir noch hingehen können. Und meine lieben Freunde, vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn euch die Videos gefallen, die wir aus Amerika machen. Viel Spaß damit! Und ein Like da lassen. So sieht der Laden aus von außen, Leute. Ein bisschen altmodisch, ne? So ein bisschen antik. So und so viele Personen, dann gibt es hier. Yeah, we four, six persons. Kannst du das aus? Das hat so Urlaub, Sommerding. Great White heißt der Laden. Frühstücksladen. Hä? Keine Ahnung. So sieht die Karte aus. Breakfast, Bowls, Mains, gibt ganz viel. Ich glaube, ich hole mir Crispy's Chicken Sandwich. Ja, ich auch. Hast du gerade von mir gehört. Ah. Meint ihr, wir sollen eine Pizza holen, ne? Dann lass die so Trüffelfungi. Trüffelfungi ist geil, glaube ich. Knoblauch. Warum? Ich feier auch. Was? Trüffel ist reicher Digga, Mann. Digga, Trüffel ist das geilste der Welt, Mann. Hallo, du bist reicher Mann, wie kannst du keinen Trüffel mögen? So, wir warten jetzt und dann gucken wir uns das Ganze an. So sieht der Laden hier übrigens aus. Studentenladen, hier gehen so Leute, kommen so hin, waren so vorher bei Starbucks, setzen sich hin, MacBook auf. Aber ist schon teuer der Laden, Digga, ja? $22 Crispy Chicken Sandwich. Sydney ist der Inbegriff von Hara. And without bacon? Digga, ein Smoothie kostet einfach $16. Preise sind verrückt. Deswegen erwarte ich sehr, sehr viel. Ich habe nämlich Hunger. Und was gibt es hier? Mexikanische Cola. Schon mal probiert? Nee. Wo gibt es die noch? Du hast Lust auf exotische Süßigkeiten aus aller Welt? Dann geh jetzt auf www.kingcans.de und schau dir den Shop mit den vielfältigen exotischen Auswahlen an. Mit dem Code TRIO10 bekommst du 10% auf deine gesamten Bestellung. Schmeckt anders, aber... Nicht riesig anders, nee. Ne? Boah, der sieht richtig geil aus, ne? Das ist ein geiler Smoothie. Wisst ihr, wie viel der gekostet hat? 15. 23. $16. $20. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Schmeckt wie Kirsche mit Erdnuss. Hier ist Strawberry mit Haselnuss. Lohnen sich die $16? Nein, niemals. Niemals lohnen sich die $16. Wow. Was sagt? Boah. Das ist gut, ne? Ja. Boah, krass sieht das Ei aus. Gute Empfehlung von mir. Bruder, ich dachte, das ist ein Sandwich. Das ist wirklich ein Burger. Und Digga, das Ding ist, ich hasse das hier. Ich hasse nichts mehr als das hier. Krautsalat. Ich finde Krautsalat ekelhaft. Ich habe das Melina empfohlen und jetzt bereue ich, dass ich selber nicht geholt habe. Boah, dein sieht auch verrückt aus, Digga. Erstmal die Süßkartoffelpommes. Er sagt zu mir, nimm die Sweet Potato Fries. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Ja. Kommen wir zum Burger. Boah, normalerweise hasse ich Krautsalat, aber ich finde das da drauf nicht mal schlecht. Boah, doch, finde ich scheiße. Good, 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 yeah. So. Das Chicken ist aber schon gut. Schon sehr gut. Doch, ich finde, es schmeckt schon gut, Alter. Ich probiere jetzt auch den Burrito einmal. Hier, was drin ist alles: Chicken, Avocado, Ei. Gut, jawohl. Ja, geht. Diese mexikanische Cola kostet einfach 8 Euro hier. Wie viel war die Rechnung für 6 Personen? 54. Digga, das ist abnormal. War lecker, aber niemals würde ich für so viel... Oder 6 Personen 250 Euro. Jeder hat halt fast einen Cookie. Es ist halt sehr entspannt und so, aber ich würde niemals so viel Geld ausgeben für Frühstück. Bewertung 1 bis 10, Preis-Leistung, alles zusammen. Alles zusammen? 6,5. Muss die Preis-Leistung alles zusammen? 1 bis 10? Alles Chöp hier, Mann. Kommt hier nicht hin. Geht woanders essen. Melina, 1 bis 10, Preis-Leistung alles zusammen. 5, 4,5. Was sagst du? Also es war schon lecker, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis war ein bisschen. Ja. Geschmack und Preis-Leistung? Ja. Zusammen? Ach so, Geschmack und Preis-Leistung. Ja. Dann gibst du 6. Und 6, okay? Das war gut. Ich gebe auch eine 6. Ich habe nicht richtig abgeholt. Ich gebe auch 6. Ich gebe eine 5. Mein Crispy Sandwich war ja also eigentlich ein guter Laden, aber für den Preis, das ist gottlos. So, es geht weiter und jetzt sind wir anscheinend beim krassesten Restaurant in L.A. überhaupt, beim bekanntesten. Wir sind bei Nobu. Viele Rapper und viele Stars sind hier. Das erste, was passiert ist, dass erstmal jemand für uns einpackt, das ist auch crazy. Sehr, sehr teuer, ich glaube 5-Sterne-Restaurant. Man sagt hier, das Beste in L.A. Wir gehen mal rein und ich zeige es euch. Wir haben viel Streetfood und jetzt auch mal in einem Restaurant. Das sieht hier edler aus als überall, wo ich jedes Mal in meinem Leben war, glaube ich. Oder ich habe Angst da drin zu atmen, ne? Das ist wirklich reich, Mann. Ich bin falsch jetzt hier. Wie reiche Mann-Titel ist das? Geisteskrank. Oder dieses scheiß Restaurant ist einfach direkt am Meer. Du kannst hier so draußen chillen und essen. Damals geht ja. Ich bin so tief geschwommen, dass mich Hai fangt. Oder weißt du, wie ich mich gefreut habe? Yeah. Das ist dieses Meer, oder?
Vergleich mal bitte Nobu mit irgendwas anderem, damit die Leute checken, was Nobu-mäßig ist. Von asiatisch, Sushi-mäßig in die Richtung. Das ist das teuerste, was es gibt. So das hochklassigste. Echt? So krank teuer ist es jetzt nicht. Ist so wie andere High-Class-Restaurants, aber das Ansehen von dem Laden ist sehr weit oben. So die Rapper rappen darüber und so. So, das ist die Karte. Sieht auf jeden Fall so alles so auf zwei Blätter. Hier in der Mitte ist nur Sushi, glaube ich sogar. Rib-Eye with Trüffel. Butter Sauce. Yes, das hole ich. Da weiß ich, was er bei Nobu war vor einer Woche. I love the scallop trouble chips. Where are milk scallops and milk potato chips. Shaved black troubles. Love those. And I also love the king crab tempura. The king crab is slightly battered with a sweet rice vinegar sauce with cayenne pepper. That was really good too. Okay, wir haben jetzt bestellt. Es war viel, aber ich glaube am Ende, bei solchen Läden immer so, das sind so kleine Portionen. Also wenn ihr hier nicht auf Fisch steht, ist es schwierig. Die Hälfte davon ist nämlich halt Fisch. Dann gibt es ein bisschen Steak. Aber es gibt keine Nudeln, keine Reisgerichte irgendwie, also habe ich nicht gesehen. War verrückt, die Karte. Ich hatte mal den hier mit Shrimps, ein Shrimp und zwei Dings genommen oder so. Super. Die sind geil. Ich hab schon mal so einen gegessen, die sind schon krass. Boah, ich hab die Geschmacksknospen noch gar nicht bei denen freigeschaltet. Ist da eine Blume drin, Digga? Ja. Heiße Mann. Boah, ich finde das schon Brett. Und eigentlich magst du keinen Trüffel, ne? Eigentlich nicht. Nee, aber der ist echt lecker. Irgendwie in der Kombination. Das hier ist Nobu-Shit. Das ist Nobu-Shit? Das ist Nobu-Shit, Bro. Ja, das ist dieser Schlimm, oder? Ich hab's noch zwei bestellt. Ja, wir probieren. Ich nehme jetzt auch einen. Also ich finde den gut, ich finde den nicht krass scharf, meine ich. Aber ich will es mir nicht bestellen. Das ist so Pilz, frittierter Pilz. Schmeckt irgendwie nach gar nichts. Weißt du, wie das schmeckt? So, wenn du Toastbrot mit Ei machst und dann irgendwie frittiersmäßig. Zeig mal her. Die sollen richtig krass sein, sagt Sidney. Boah. Was ist das? Geisteskrank. Bruder, der kriegt von mir eine 9,5 von 10, ne? Ach so, krass. Wir haben einen Wirt in der Runde. Das ist Sidney Weka, der gesagt hat, bestellt euch alle diese hier. Er meinte, das ist lecker, oder? Er meinte, es sind 5 Stück. Ich schwöre, da war mindestens 25 drauf. Wie war in Mailand? 5 Stück. Meine Schuld aber. Sorry. Auf jeden Fall bin ich jetzt satt. Wagyu Tag. 7 aus 10. California Roll. California Roll, Nigiri. Und hier ist, glaube ich, Tuna. Spicy Tuna. Boah! Das ist richtig lecker. Digga, wie weich der Fisch ist. Ja, Mann, doch die Avocado, die zergeht richtig im Mund einfach. Nee, was machst du? Also, das muss ich auch sagen. Hast du Wasabi, Digga? Ist bei Sushi so geil. Ich check nicht, wie man Wasabi essen kann. Ne, ich finde Wasabi ist das ekelhafteste. Wasabi ist für mich eine Bestrafung. Mhm. Also, Sushi ist super. Sushi ist wirklich super. Jetzt haben wir hier Trüffelsteak. Digga, was ist das hier oben? Zwiebeln. Zwiebeln. Ja, mit dem Trüffel ist krass. Übrigens gibt es hier nur. Das ist gut, ne? Ist schon gut. Sushi, 9 von 10. Shrimps, 7,5 von 10. Blattspinat, 8,5 von 10. Ambiente, 9,5. Kellner und so sind auch bei der. Ich habe den ganzen Laden vom Ding her. Der 8,75 bis 9. Der ist schon sehr krass, der Laden. Und wenn man so einen Dreh raus hat, was man bestellen muss, ich glaube, dann ist es nur 9. 9. Ich glaube, ich sage 8,5, weil das, was ich bestellt habe, war jetzt nächstes Mal. Aber wenn man weiß, was man bestellen soll, dann ist es besser natürlich. Ich gebe den Ganzen auch so eine 8,5, 8,7. Gute Zahnstocher erkennt man am Ende. Wenn sowas da ist, sind das gute Zahnstocher. 1150. Was? 840, 950, 1200. Ich sag 1500. 1350, 950. Allein wie verfickt edel diese scheiß Toilette hier aussieht, ne? Also, Fazit Nobu, geiler Laden, aber sehr, sehr teuer natürlich. Aber ich glaube, mit das bekannteste Restaurant in L.A. Würde ich nochmal herkommen, freiwillig? Nee. Ich gebe nicht so viel Geld für so viel Essen aus. Wisst ihr, wie ich meine? Nobu, krasser Laden. Wer auch so was steht, der wird das feiern. Wir sind jetzt bei Backyard Bowls. Sehr, sehr bekannter Laden. Als ich und Sidney das erste Mal in Amerika waren, waren wir gefühlt jedes Mal hier frühstücken. Ich zeige euch das Ganze. Hier gibt es halt so Acai Bowls. Essen viele zum Frühstück, kann man auch so für einen Snack zwischendurch. Auch zum Mittagessen kann man eigentlich jederzeit essen. Ist ein geiler Laden. Wir gehen da jetzt rein. Ich zeige euch die Karte und ich zeige euch meine Bestellung. Also erstmal die Getränke. Raspberry, ich glaube schon besser. Das sieht gut aus, guck. Litchi, underrated. Das war nicht gut, irgendwie. Ehrlich? Yeah. Dragon Ball. That one's gonna be Pattaya, so it's gonna be dragon fruit instead of acai. So it's like a pinkish kind of fruit, just makes everything just a pink. Pretty cool.
Ich glaube, mit Berry Bowl macht man. Ja, eine Berry Bowl. That was just like strawberry, banana, blueberries. Yeah. Kostet so ungefähr 19. Wir konnten keine 100er-Scheine nehmen, deswegen hat er einfach 50% auf meine Bestellung gemacht und ich musste nur 11 Euro bezahlen. Thank you. Eigentlich hätte ich $20 zahlen müssen, er hat einfach 50% auf meine Bestellung gemacht. Das ist wirklich krass. Die Kassierer und so überall in allen Läden, die sind so unfassbar nett. Wir warten jetzt aufs Essen. Hier sieht man auch, wie es zubereitet wird. Richtig cool. Essen ist da. Ich habe eine ganz normale Berry Bowl. Was hast du? Ich habe auch eine Berry Bowl, aber mit Erdnussbutter. Das haben wir früher jeden Tag gegessen. Weil wir immer über einen Tag Scheiße gegessen haben, dann haben wir wenigstens Frühstück gesund gegessen. Ja, Mann. Bisschen Honig oben. Dann haben wir Erdbeeren, dann haben wir Blaubeeren, Bananen, dann haben wir so Crunchy-Dings und unten haben wir Acai. Ich mache das gerne mal so, dass ich dann so ein bisschen umrühre. Ist sehr kalt. Reicht, hör auf zu mischen. Das Einzige, was halt nervt, dass es so übertrieben kalt ist, Digga. Ist schon sehr, sehr geil. Ich glaube, wenn wir draußen wären und in der Sonne, wenn es richtig warm wäre, würdest du mal viel besser scheppern. 8 von 10. Melina hat? Avocado-Egg-Toast. Schmeckt gut? So eine 8? Eine 8. Ich sage, es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Also wenn ihr mal in LA seid und sowas mögt, geht zu Backyard Bowls. Ich esse. Hast du schon mal einen Bowl gegessen? Ja. Geil. Erste Mal, dass ich sowas esse auch. Was leckerst du, was wir bis jetzt in LA gegessen haben, deiner Meinung nach? Also, keine Ahnung, ich schwöre. Shake Shack, erster Tag. Sag ich tatsächlich auch, ne? Besser als Nobu. Ja. Das Sushi von Nobu oder mein Boa Trüffel Kartoffelbrei. Ich fand gestern, das Steak war echt das Beste, was ich gegessen habe. 1 bis 10 der Laden. Ist schon geil. Eine 8. 8,5. 7. Melina auch 8, ich 8. Also ungefähre Quote ist 8. 8 von 10. Lohnt sich, hierher zu kommen. Wir sind hier auf jeden Fall an irgendeinem Spot am Santa Monica Pier, wo alle so vorbeilaufen. Und wie sieht es aus? Ist gut, mal das zu testen. Weil eigentlich läuft man immer nur vorbei hier und man denkt sich so, ist eh nicht gut. Aber vielleicht ist es ja gut. Aber hier gibt's alles. Oh. Alarm. Es gibt Acai Bowls. Sie haben Tacos, sie haben Pizza, sie haben Burger, sie haben Hotdogs. Sie haben Chicken Wings, sie haben Eis, sie haben Shakes und bubbelt sie auch noch. Es gibt Mutzi hier. I'll just take one. Cheeseburger. Oder hier gibt's alles, das kann nicht sein. Es gibt alles. Oder das geht gar nicht. Ein Slush, ein Cheeseburger und 6 Getränke, schätze mal. Ich sag so 47 Euro. Ich sag 50. Ich sag 30. 47, 34 Cent. Boah, weißt du das? Schon das? Ja, 1 zu 1. Krieg ich meinen Slush? Eli. Chill. Beiß rein jetzt. Ich habe so Angst vor einer Lebensmittelvergiftung. Oder das ist keine. Das ist nicht ganz. Das sind 5 ganze Zwiebeln. Ich beiß jetzt rein, ich mache das. Nur für euch, Digga. Privat selber, ich würde das niemals in meinem Leben essen. Oder hier ist ein ganzer Kopfsalat drin. Fleisch, ich habe so Angst gerade, ne? Junge, mach doch, Bruder, was ist das? Ja, das ist Hardcore. Slush. Ich schmeckt nach Frikadelle. Ui. Jelly sein Slush. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde es mir niemals holen. Der geht rein auf jeden Fall. Was war das für eine Aussage? Ich würde sogar mein Fuß essen. Tatsache. Ich würde nicht zu solchen Läden gehen. Wir machen weiter. Let's go. Da kann sein, da ist Schwein drin. Ist stimmt, immer Spaß. Ich habe gar nicht gefragt, Bruder. Stimmt, kann sein, ist Schwein. Excuse me? Yes. Ist der Burger Pork? No, auch Beef. Beef? Yes. Okay. Er sagt, no, ist Beef. Bruder, ich sag's doch kein Beef, das ist Plastik. Das ist Pferd und alles andere. Pferd ist crazy. Ach, was sie alles hier gefunden haben. Ich sag ehrlich, hier ist noch keiner gewesen, der sich irgendwas bestellt hat. Guck mal. Das ist doch nicht mehr normal. Ach, das gehört noch dazu? Ja. Also das ist real. Das ist real. Ich schwöre, das ist ganz gut, ne? Also ja. Hier, Doc, das ist wirklich Bruder, gut. Da sind auf jeden Fall. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Die ganzen Sachen sind so riesig. Also, yeah. Wie teuer war das? 7 Euro. Man kriegt richtig große Portionen immer. So, ich habe mir jetzt hier am Pier diese Dinger da geholt. So sieht das aus. Nutella. Bin ich gespannt. Die sind warm. Probier das jetzt. Wir haben hier Nutella. Boah, oha. Ah, das schmeckt sogar. Ich hätte niemals gedacht, dass es schmeckt. Also, falls ich mal Bock habe auf so einen kleinen Snack und ihr seht das, dann holt euch das. Es lohnt sich. Kriegt von mir eine 7 von 10. Wir machen weiter. Wir sind hier auf jeden Fall in einem Laden, der heißt, wie heißt der? Bossa Nova heißt der Laden. Bossa Nova heißt der Laden. Und der wurde mir letztes Jahr empfohlen von dem Bruder Ozzy. Shoutouts an Ozzy. Ich wollte hier letztes Jahr schon hin. Mal gucken, was es hier so gibt. Aber hier gibt es wirklich alles, glaube ich, ne? Salate, Starters, Super Bowls, Pizza, Create Your Own, Bossa Nova Grill. Also hier ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel dabei. Wie komisch ist der, dass er sich den Tee bestellt? Krass. Ich habe hier eine Strawberry Limonade. Ich habe alle Diabetes. Ja, das sowieso. Boah, ist so gut. Boah, das ist richtig gut. So, wir haben hier jetzt das Essen. Oh, sie hat the bounce. Kann sein, dass die Lasagne gut ist, aber das sind Plantain. Ach so, das sind gekochte Bananen. Afrikanisch, deswegen wollte ich haben. Und in Brasilien ist das auch. Salsa-Zeug, Sweet Potato Fries, sieht nicht gut aus und Kartoffelbrei. Und halt Fleisch. Ja, und gut.
Aber man braucht eine Soße. Immer die Lasagne. Ja, gut. Das Spinat drin, sehr käsig. Gut. Das mit afrikanischer scharfer Soße. Fick dich, du bist auch weiß. Ihh, Banane. Schön schmeckt. Racist ass. Gut, aber. Boah, Mann, Chicken ist immer gut, ne? Chicken ist wirklich sehr gut. Oder essen mit den Bananen hier, ne? Das hat bis 4 Uhr nachts offen, deswegen solid. Uns gibt Plantain. Kartoffeln. Auch super. Digga, ich finde die Lasagne krass. Also die Lasagne war Ozi sein soll. Shoutouts Ozi. Alles mit Soße. Das ist geil. Ja? What? Banger. White ass. Schrei noch lauter rum. So, was gibst du den Laden 1 bis 10? Da er kaum Konkurrenz hat nachts und da noch mal eine gute Möglichkeit bietet, was zu essen und das Essen stabil ist und ich fand die Kochbananen gut. Lasagne war auch stabil, das Chicken war auch gut, aber halt Beilagen, ne, 7 von 10. Alles top und die Kochbananen waren das Geilste. Wirklich? Also süß so. Süß und so pariert, das war so der gute Mix. Also habe ich neu gegessen, 8 von 10. Ich gebe dir auch eine 8, aber ich finde so, wenn du, stell dir vor, du kommst um 3 Uhr morgens hier hin und du bestellst so eine Lasagne und du weißt, du kriegst eine sehr gute Lasagne einfach um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens. Das ist schon heftig. Sehr, sehr guter Laden, weiter zu empfehlen, wenn ihr abends sowieso was zu snacken braucht. Die und Lasagne war sehr, sehr krass. Gegenüber ist direkt Stripclub, einfach gerade Pupchen. Gerade ist Stress. Wir haben genau 76 Dollar, außer wir geben 100er. Also Rechnung ist 74 Dollar, ne? Das Ding ist, 18% Tippgeld ist schon drauf. Das können wir machen. Hey, thank you. So Freunde, ich verlose unter dieses Video 5x 50 Euro, 3 Kinkans Boxen und 200 Euro Surio Gutschein, also halt an Klamotten wie diese, die ich hier anhabe. Einfach Kinkans auf Insta folgen, Surio auf Insta folgen, hier eingeblendet und mich einfach auf YouTube abonnieren. Viel Glück an jeden. So, jetzt geht's zum nächsten Spot. Wir sind jetzt bei einem Wings Laden. Der Wings Laden heißt Buffalo Wings heißt der Laden. Jello hat den Laden ausgesucht. Ich bestelle mir 20 Wings. Was? 20 Stück. Ich bestelle mir 20. Okay, ich bestelle mir 15. Was? Und 6 Boneless. 6 Boneless? Was? Also 21. Mozzarella Sticks bestelle ich mir auch. Was? Gib mir Mozzarella Sticks? Was? Ja, ich sag dir was. Überall. So werden die Wings aber nicht ankommen. Mein sieht am besten aus, Leute. Guck mal. Honey Barbecue. Honey Barbecue? Ja. Share with everybody. Share. Digga, hier ist so viel, Digga. Ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Orange Chicken mit der Soße. Die Soße ist gut. Orange Chicken ist krass. Die sind halt full mit Soße einfach. Alles so drumherum mit Soße. Das ist eigentlich geil. Wenn man das richtig krass hinkriegt, ist das am besten. Boah, Honey Barbecue ist geistkrank. Mozzarella Sticks, nichts Besonderes. Mac and Cheese, ich probier's. Auch nicht gut, muss ich sagen. Aber ich sag euch ehrlich, meine Honey Wings, die sind krass. Chicken Orange, die kriegen von mir 7. Die haben 200 bezahlt, das ist schon heavy. Du hast es empfohlen. Ich habe gar nichts empfohlen. Ich habe die Daten weitergegeben. Hey, hey, hey. Auf einmal rudert er so zurück. Wenn eingeschlagen, dann wäre es ganz anders gelaufen hier. Ich gebe eine 6. 4. 5. Ich sag auch 6. 5? Ich gebe den Laden auch eine 6. War wieder mal ein Schuss in den Ofen. Sehr, sehr bekannt. Wir sind bei Chick-fil-A. Es gibt, glaube ich, 500 Stück von denen in L.A. und er hat den einzigen ausgesucht, wo man nur draußen sitzen kann. Einer der bekanntesten Fastfood-Ketten in Amerika. Sehr, sehr geile Chicken-Sachen. Ich werde wahrscheinlich so Chicken Strip nehmen und einen Burger. What can you recommend? Meal contains drink and pommes. Fries, oh? Your total is going to be 72 für 4 Personen, das geht. Yeah. Burger gebe ich eine 6 von 10. War lecker, aber ein bisschen scharf. Die Chickenfilet gebe ich eine 8 von 10. War echt sehr, sehr lecker. Und Pommes Quatsch 4. Ich habe nur diese Filet-Dinger gegessen. 8,5 von 10. Burger könnt ihr sparen. 6,5, also muss nicht. Aber die Filet-Dinger sehr gut. Und die haben viele coole Soßen. Ich fand Chick-fil-A-Sauce, Barbecue-Sauce. Fand ich beide am besten. Es hat auch richtig frisch geschmeckt. 8,5 sogar vielleicht. Ich hatte auch diese Chicken Stripes. Ich gebe denen auch eine 8,5. Und ich fand die Pommes richtig gut, diese Waffelpommes. Ich weiß nicht, warum Musti die so schlecht bewertet hat. Die waren sehr salzig, aber voll geil. Und diese Soße ist die beste. Chick-fil-A-Soße. Bei mir werden keine Geschenke verteilt. Ich gebe Burger, gebe ich eine 5,5. Fand die Dinger gut, Stripes. Aber chill mal euer Leben. Ich gebe denen eine 7. Besser als KFC. Ich fand die Limonade voll geil. Die habt ihr alle nicht getrunken. Fand ich auch gut. Und die Soße waren sehr gut. Burger gebe ich so eine 6.
eine 6,5 Stripes. Und die Stripes gebe ich so eine 8. Also wenn man 8, nur 5, zum Stripes-Essen herkommt, super. So, das war's mit der Foodtour. Waren auf jeden Fall sehr, sehr viele crazy Spots mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare rein, was ich noch so alles in Amerika machen soll. Ich sehe gerade, die Amerika-Vlogs gefallen euch sehr gut. Also generell der allgemeine ganze Content in Amerika gefällt euch sehr gut. Deswegen schreibt in die Kommentare rein, was ich noch machen soll. Und danke, dass ihr uns so heftig supportet habt. Also, dass ihr mich so heftig supportet habt. Und zu Rier beim Black Friday-Job und beim richtigen Job. Das Einzige, was nur noch online ist, sind die Trackies, von denen wir auch mehr produzieren haben, damit so eine Sache die ganze Zeit im Shop ist. Das ist dieser Trackie hier. Rest ist alles weg, meine lieben Freunde. Danke für diesen geisteskranken Support. Lasst ein Like da. Ich gehe jetzt pennen, Alter. Ich bin so am Arsch.